Kommen wir zu den Themen der Plenarsitzung in Straßburg. EU-Tabakproduktrichtlinie, sehr umstritten, heiß umkämpft. Lange Diskussionen gingen hier voraus. Sehr viele Ausschüsse haben Stellungnahmen abgegeben. Jetzt wurde über die Stellungnahmen oder über die Meinung des Umweltausschusses abgestimmt. Und jetzt erst beginnen die Verhandlungen zwischen Parlament, Kommission und Rat, abgesehen von dem langwierigen Verfahren. Welche Neuerungen bringt die Tabakproduktrichtlinie langfristig für den Verbraucher? Dazu muss man Folgendes sagen. Es soll eine Einheitstabak, also Zigarettenverpackung eingeführt werden, die es natürlich in Zukunft Schmugglern und Schwindlern sehr leicht macht, Schwarzhändler mit noch mehr Zigaretten mit einer Einheitspackung auf den Markt zu kommen. Plain Packaging, ja genau. Das ist sozusagen die Plain Packaging. Das Zweite ist, dass auf der nur mehr vereinheitlichten Verpackung drauf Schockbilder drauf sein sollen, die Leute vom Rauchen abhalten sollen. Und das Dritte ist, dass bestimmte Zusatzstoffe, etwa wie Menthol und so weiter, also Geschmacksstoffe, verboten werden sollen. Wenn man davon ausgeht, dass man damit versucht, sozusagen Krebstote zu vermeiden, nur weil die Leute geraucht haben, dann ist die nächste Stufe, dass man versucht, Alkoholtote zu vermeiden, indem man in Zukunft sozusagen Alkohol verbietet, bestimmte Geschmacksrichtungen im Alkohol verbietet und auf den Flaschen in Zukunft die Schockbilder von Alkoholtoten drauf tut oder von irgendwelchen Leberzirrhosekranken oder von ihren Körperteilen drauf tut, die man aus Organen, die man aus dem Körper geholt hat. Das ist alles dermaßen grotesk. Das ist jene Gesinnung, dieses moralisierende, gouvernantenhafte Getue dieser Europäischen Union, die versucht, den Menschen bis in ihre privatesten Lebensbereiche hineinzusagen, was sie zu tun und zu unterlassen haben. Das ist nicht vereinbar mit dem Freiheitsbild, das ich von einem mündigen Bürger habe. Bitte, wenn die Europäische Union einmal mir sagt, was ich zu trinken habe, was ich zu essen habe, was ich an Genussmitteln zu mir nehmen darf und was nicht, dann hört sich der Spaß auf. Und die EU braucht sich nicht wundern, dass sie daher bei den Leuten draußen immer unpopulärer wird. Die großen Probleme bringt sie nicht in den Griff. Sie ist nicht in der Lage, eine gesicherte Energieversorgung für den Kontinent sicherzustellen. Sie ist nicht in der Lage, auf diesem Kontinent dafür zu sorgen, dass Frieden herrscht. Sie ist nicht in der Lage, vor allem die Finanzkrise zu lösen und damit die Banken endlich an die Kandare zu nehmen. Das bringen sie alles nicht zustande. Da sind nur irgendwelche Schaufensteraktionen gemacht worden. Alles auf Kosten des Steuerzahlers, wenn man dem Steuerzahler milliardenschwer in die Tasche greift. Aber solche Kindereien, die beschäftigen zig Ausschüsse, ein riesiges Plenum und jetzt auch noch in den Trilogverhandlungen Kommission, Rat und Parlament. Das ist so peinlich und zeigt in Wirklichkeit den geistigen Schwachsinn dieser Union in einer schonungslosen Deutlichkeit. Nach eigenen Angaben würden jetzt sehr viele EU-Abgeordnete sagen, dass sie mit den neuen Vorschriften Menschenleben retten im Tabakbereich, also Menschen vor dem Rauchen bewahren. Und ganz prinzipiell würden viele jetzt auch sagen, dass nur die EU der Garant für Frieden und Wohlstand ist. Also jene, die behaupten, Menschenleben zu retten, sind auch jene, die gleichzeitig für die Liberalisierung von weichen Drogen eintreten. Das soll man mal erklären, wie das zusammenpasst. Und es sind auch jene, die bedingungslos für die Abtreibung eintreten. Auch das passt nicht zusammen. Das ist nichts anderes als ein moralisierendes, gouvernantenhaftes Gehabe. Ein aufdringliches Schutzgehabe, das der Bürger bereits als Bevormunder und als prohibitive Entmündigung betrachtet. Und Prohibition, das soll man sich nur in Amerika der 30er Jahre genau anschauen, hat noch niemandem genutzt, außer der Mafia. Und diese mafiösen Strukturen, die werden jetzt durch diese unsinnigen Beschlüsse gefördert. Sie haben vorhin das Menschenbild der EU angesprochen, das offensichtlich hinter diesen ganzen Regeln steht. Welches Menschenbild ist überhaupt das, was einer Politik, einer menschengerechten Politik wirklich am besten entsprechen würde? Ich kann nur von meiner eigenen Auffassung ausgehen. Und meine Auffassung von Menschen ist die der Ebenbildlichkeit Gottes. Das heißt, wenn der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen wurde mit einem freien Willen, dann muss ich ihm, wo es nur möglich ist, auch diesen freien Willen lassen. Und dort, wo Schutzinteressen vorhanden sind, um andere zu schützen vor seinem vor rechtlichem Missbrauch, dort muss der Staat eingreifen. Aber der Staat hat nicht einzugreifen, wenn es zu einer völlig sinnlosen Bevormundung des Bürgers kommt. Und das ist bei dieser Tabakrichtlinie ganz eindeutig der Fall.